So, guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben letztes Mal mit dem Kapitel Video begonnen. Das ist eigentlich ein ganz kurzes Kapitel. Und in dem möchte ich nur wenige Punkte klar machen. Als erstes haben wir ein bisschen über die zeitliche Diskretisierung beim Video gesprochen. Also, wir präsentieren viele Einzelbilder, aber schnell genug. Ich habe dann darüber gesprochen, dass wir im Prinzip 25 bzw. 30 volle Bilder beim normalen Fernsehen, normalen Anführungszeichen, übertragen, aber dass die so aufgeteilt werden in zwei Halbbilder, um unser Auge oder unsere Wahrnehmung ein wenig zu täuschen, sodass wir diesen Ablauf der Einzelbilder nicht mehr als diskrete Einzelbilder empfinden, sondern als flüssige Bewegung im Bild. Dazu muss man dafür sorgen, dass es nicht so flackert, und deshalb präsentiert man 50 bzw. 60 von diesen Halbbildern pro Sekunde. Und weil auch unsere visuelle Auflösung nicht so perfekt ist, dass wir zwischen den einzelnen Zeilen unterscheiden können, funktioniert das ganz gut. Ein Grund, warum man so beim klassischen alten Röhrenfernsehen so weit weg sitzen soll vom Monitor, war auch, dass man das Fernsehbild nicht in der Peripherie vom Auge empfindet. Nicht in der Peripherie vom Auge sieht. Wenn man klassisches Fernsehen ansieht, so aus dem Augenwinkel raus, dann merkt man schon, dass es ein wenig flattert. Unsere Bewegungsauflösung ist nämlich in der Peripherie von unserem Sichtfeld besser als in der Mitte. Also, mit einer gewissen Distanz vom Fernsehen, vom Bildschirm, funktioniert das mit den 50, 60 Hertz ganz gut. Um dieses Problem loszuwerden, dass man nicht zu nah rankommt, beziehungsweise dass, wenn man zu nah am Fernseher, nicht zu nah am Fernseher sitzt oder am Monitor, um dieses Problem loszuwerden, hat man dann angefangen, höhere Bildwiederholraten, nicht Übertragungsraten, sondern Bildwiederholraten zu schaffen. Die Übertragungsrate, die kann man immer noch in dieser Größenordnung hier 25, 30 Hertz lassen, aber die Bildwiederholrate kann man auf 70 Hertz oder 100 Hertz heraufsetzen. Um das hinzukriegen, muss man eigentlich den Fernseher mit Speicher ausrüsten. Speicher im Sinne, dass diese übertragenen Bilder gepuffert werden und dann jedes Bild mehrmals angezeigt wird vom Monitor, zum Beispiel dann mit 100 Hertz oder sowas. 100 Hertz Bildwiederholrate, Bildpräsentationsrate ist ja mittlerweile so zum Standard geworden. Das ist das HDTV. Ich habe jetzt dann beim letzten Mal noch kurz über den Fernsehstandard gesprochen, bei dem wir das Farbbild nicht RGB, so wie es die Kamera produziert, und wie man es irgendwie auch für natürlich hält, wie es am Ende der Fernseher auch wiedergibt. Also wir haben am Anfang der Kette eine Kamera, die RGB produziert, wir haben am Ende der Kette einen Bildschirm, der RGB-Bilder anzeigt, und dazwischen drin wird aber aus Kompatibilitätsgründen mit dem alten Schwarz-Weiß-Fernsehen und wegen der Kompression, darauf komme ich gleich zu sprechen, das Bild in diesen Farbraum konvertiert, also Luminanz plus Chrominanz, weil es dann in das vorhandene Frequenzband hineinpasst. In das vorhandene Frequenzband vom Schwarz-Weiß-Fernsehen, also Graustufenfernsehen. Sie sehen, dass dieses Farbsignal hier wesentlich kompakter ist als das Graustufensignal. Und jetzt stellt sich auch da die Frage, wie kriegt man das hin, beziehungsweise wie kann man diesen Trick da, dass man das auf so einem
relativ kleinen Frequenzbereich überträgt. Wie kriegt man diese Informationsreduktion hin, sodass es uns Menschen nicht stört beim Zuschauen? Und das hat man schon vor, na, diese Art Kompression, die hat man schon vor 50 Jahren hingekriegt. Ich habe schon darüber berichtet, am Anfang des Kapitels Fotografie, dass die Farbauflösung des Auges schlechter ist als die Graustufenauflösung. Das Graustufenbild übertragen war voll aufgelöst, 700 mal 500 Pixel oder so. Das Farbbild, der Chrominanzraum und der, also die beiden Chrominanzräume, die werden unterabgetastet. Also man nimmt für jeweils vier Punkte im Graustufenbild einen Mittelwert für den sogenannten U-Kanal. Das können wir als Farbwinkel interpretieren, und einen für den Unterkanal Farbintensität. Also hier zum Beispiel Farbintensität, hier Farbwinkel. Und wir berechnen, naja, heutzutage berechnen wir das, indem wir einen Mittelwert bilden, die vier Pixel, die vier Werte in diesem Kanal zusammenrechnen und durch vier dividieren. Früher hat man das natürlich analog gemacht. Und das machen wir für den anderen Kanal auch. Wir sehen also, dass wir jetzt hier im Graustufenkanal vier Pixelwerte zu transportieren haben, in diesem U-Kanal fürs PAL bzw. I-Kanal fürs NTSC nur eins für diese vier Pixel und hier auch nur eins für diese vier Pixel. Insgesamt ist das jetzt das Datenvolumen gegenüber dem RGB-Modell, wenn wir das hier für immer für solche Vierergruppen machen. Das Datenvolumen gegenüber dem RGB-Modell halbiert worden. Wir müssen nicht mehr die Zahlen für 12 Zahlenwerte übertragen, sondern nur noch 6. Das nennt man 411, dieses Verfahren, was ich hier oben aufgezeichnet habe. Beim YIQ-Verfahren, das fürs NTSC benutzt wird, macht man das noch ein bisschen anders. Da nimmt man für 15 Graustufenpixel 5 solche, also 3 zu 1 komprimieren, 3 zu 1 unterabtasten im I-Kanal und nur 2 in diesem Q-Kanal. Die Transformationsformel, um RGB in YIQ umzurechnen, die steht hier. Also man nehme 0,3 mal den R-Kanal, 0,59 mal den G-Kanal, grün, und 0,11 mal den blauen Kanal, und das wird dann der Helligkeitswert, dieser Quasi-Helligkeitswert. Das I, 0,6 mal R, minus 0,27 mal G, minus 0,32 mal B, und das Q, das können Sie hier ablesen, das lese ich gar nicht vor. So, nachdem man das so transformiert hat, wird diese Unterabtastung gemacht, im I-Kanal, im Q-Kanal, die hier steht, und die herauskommenden Daten, die jetzt so ungefähr auf die Hälfte komprimiert sind, die überträgt man so im Funkkanal, also das Y hier, diesen, der kommt direkt in den Graustufenträger hinein, und die anderen beiden werden Quadratur moduliert hier in diesen Farbträger hinein, in diesem Farbträger übertragen. Das Ganze kann man auch so ähnlich im PAL-Fernsehen machen, wobei es da noch einen kleinen Zusatztrick gibt, um die Farbkanäle nicht so leicht verfälschbar zu machen, aber darüber möchte ich jetzt hier gar nicht sprechen. Diese frühe Art der Videokompression, die finden wir übrigens immer noch, auch im JPEG und natürlich im MPEG. Da wird auch, sowohl bei der Bildkompression JPEG, die Sie ja alle mit Ihren Digitalkameras und wenn Sie mit dem Handy fotografieren, ja auch mit benutzen, und wenn Sie eine Videokamera haben, die MPEG oder H264 oder sowas komprimiert, da steckt auch das als Kern drin,
dass zunächst mal das RGB-Bild in YUV transformiert wird, dann diese beiden Kanäle die Farbwerte enthalten, U und V, stark unterabgetastet werden, 420 oder 411, und dass dann das resultierende Signal nochmal weiter digital komprimiert wird, digital in Anführungszeichen. Über diese Transformationskodierung, die dabei beim JPEG und beim H261, H264 und bei MPEG benutzt wird, darüber erzähle ich dann was in einer anderen Vorlesung, die ich habe, Multimedia, aber hier wollte ich Ihnen nur mal so einen kleinen Geschmack geben. Eine wichtige Grundidee präsentieren. Und diese wichtige Grundidee, das ist die Farbauflösung des Auges, ist schlechter als die Graustufenauflösung. Also benutzen wir das, indem wir die Farbinformation reduzieren, und wenn wir das Ganze dann wieder rücktransformieren, also in diesen Kanälen hier das Upsampling, die Überabtastung machen und die Konvertierung zum RGB zurück, muss man diese Matrix hier umdrehen natürlich, dann sieht das gut genug aus, dass wir Menschen es nicht merken. Beim Fernsehen ist es Ihnen da wahrscheinlich noch nicht aufgefallen, dass die Bilder nicht so schön bunt sind wie anderes, was Sie sich anschauen, wie zum Beispiel auch die Bilder, die wir hier direkt generieren aus unseren Computern heraus. Auf diesen Gedanken, Eigenschaften der menschlichen Wahrnehmung auszunutzen für die Kompression, da komme ich gleich auch nochmal zurück. Aber zunächst möchte ich ein wenig über Audio erzählen. Also, ein Datenstrom, in Anführungszeichen Informationsstrom, sollte natürlich nicht so perfekt formuliert, sagen wir lieber einen Datenstrom für unser Gehör. Und da möchte ich auch wieder ziemlich am Anfang anfangen, mit den Audioeigenschaften, wobei ich auch da wieder die Physik übergehe oder fast übergehe, weil wir auch noch nicht das Rüstzeug dafür haben, gerade das mathematische Rüstzeug. Aber ich möchte trotzdem erwähnen, was da oberflächlich erwähnen, was da passiert. Zunächst mal das Audiosignal, was wir hören, da messen wir zwei wesentliche Eigenschaften, unser Gehör. Das hat auch zwei wesentliche Eigenschaften. Das hat erstens, wir messen in unserem Ohr solche Schwingungen in einem bestimmten Frequenzbereich. Und zwar die Schwingungen werden in der Luft übertragen. Und der Frequenzbereich, in dem wir hören, sprechen wir gleich noch drüber, so von ein paar Hertz bis maximal so um die 20.000 Hertz, da können wir erstens die Frequenz wahrnehmen, das empfinden wir als Tonhöhe, und zweitens können wir die Amplitude des Signals messen, das empfinden wir als Lautstärke. Also einerseits hier diese Amplitude, und zweitens die Wellenlänge, Schrägstrich, wie viel Schwingungen, wie viel, sagen wir lieber, Nulldurchgänge hat denn diese Funktion in einer Sekunde. Und natürlich hängen die beiden zusammen, Frequenz. Und Wellenlänge, die sind ja, wenn Sie wollen, zwei Seiten derselben Eigenschaft. Also Anzahl Nulldurchgänge pro Sekunde und die Amplitude. Das können wir im Ohr messen, das sind auch die zwei wesentlichen Eigenschaften, wie wir das in einem Computer betrachten, messen, das müssen wir noch drüber sprechen. Also unser Gehör ist innen drin so aufgebaut, dass es
einerseits Schwingungen und Frequenzen unterscheiden kann. Sie haben wahrscheinlich alle in der Schule die Sache mit dem Trommelfell und dieser mechanischen Übertragung, Steigbügel und Amboss, wie die Dinger heißen, und den kleinen Membranen vor der eigentlichen Hörschnecke besprochen. Und dann gibt es in dieser Hörschnecke drin diese unterschiedlich langen Härchen. Das ist dann auch noch so gekrümmt. Und je nachdem, welche Härchen da angeregt werden, mitzuschwingen, auf diese Weise können wir, also die Härchen reagieren auf unterschiedliche Frequenzen, und je nachdem, welche Härchen da in Bewegung gesetzt wurden durch den Schall, kann unser Gehirn auf die Frequenzkomponenten zurückschließen. Und deshalb können wir sowas hören wie hohe und tiefe Frequenzen, und außerdem können wir auch Intensität ablesen, empfinden, sagen wir mal lieber mal. Bevor wir jetzt aber weitermachen mit dem menschlichen Gehör, möchte ich nur noch Sie auf diese fundamentale und für die Signalverarbeitung in der Informatik und auch in der Elektrotechnik ganz, ganz zentrale Aussage oder Entdeckung von Joseph Fourier hinweisen. Das ist jetzt schon über 200 Jahre alt, dass jede Schwingung, also so eine oder auch die hier unten, als Summe von Sinusschwingungen oder Cosinusschwingungen dargestellt werden kann. Wir können also diese, jede Funktion durch so eine mitunter unendlich lange Summe von einzelnen Sinus und Cosinus, einzeln im Sinne von einzelne Frequenzen, definierte Frequenzen darstellen. Weil die Schwingung unendlich lang ist und wir Informatiker natürlich nicht unendlich lange warten können, bevor wir diese Transformation machen und unendlich viele Werte aufheben können, müssen wir da noch ein paar, bisschen was weglassen, das ins Endliche transformieren und hoffen, dass es trotzdem genau genug ist, was wir machen, aber dafür kann man schon sorgen. Also, was man dann aus so einer Schwingung mit der Fourier-Analyse herausbekommt, ist, welche Frequenzen enthalten sind in der Schwingung, beziehungsweise umgekehrt, wenn wir mehrere Frequenzen haben, dann können wir daraus so eine Summe von Sinustermen bilden. Jeder Sinus hat dann seinen Koeffizienten. Jede von diesen Sinusfrequenzen hat einen Koeffizienten in dieser Summe. Und daraus kann man solche Schwingungen konstruieren. Also das geht nicht nur bei der Analyse, sondern auch bei der Synthese. Hier habe ich so eine Schwingung aufgezeichnet mit so einem Graphprogramm, mal angezeigt. Hier stecken zwei Frequenzkomponenten drin, eine niedrige Frequenz und eine etwas höhere Frequenz. Und wenn die beiden Schwingungen sich überlagern, kommen wir zu sowas hier. Das ist jetzt noch was ganz Einfaches. Man kann könnte hier noch mehr Frequenzkomponenten dazu nehmen und dann hätten wir hier eine kompliziertere Schwingung. Und wenn wir über die Zeit die Frequenzkomponenten, die in der Schwingung drin sind, ändern, manche Frequenzen rausnehmen, schwächen oder verstärken, dann kriegen wir andere Töne daraus. So wie die Saiten, die man in einem Klavier zum Schwingen bringt. Irgendwann ist diese Schwingung zu Ende, dann drückt man auf eine andere Taste oder klopft man auf eine andere Taste, kommt eine andere Schwingung, und in ähnlichem Sinne kann man das auch synthetisch erzeugen, indem man diese Summe bildet und das Resultat der Schwingung dann auf dem Lautsprecher abspielt. Also das ist für unsere Signalverarbeitung ganz wichtig. Das benutzen wir unter anderem auch bei der diese Signalverarbeitung, die Fourier-Analyse, bei der Kompression
von Audio für MP3 und natürlich umgekehrt auch, wenn wir es wieder abspielen wollen. Das benutzen wir in den Mobiltelefonen zur Kompression, dieses Wissen, was man herausbekommt und so weiter. Also für die Audioverarbeitung ist diese Erkenntnis von dem Joseph Fourier ganz zentral. Ich möchte noch was über Eigenschaften, ein paar Eigenschaften vom menschlichen Gehör erzählen. Erstens typische Frequenzbereiche. Ich habe hier unten in dieser Grafik einmal Frequenzbereiche von Musikinstrumenten aufgemalt. Also ja, hier hinten dieser graue Kasten, der steht dafür, dass das menschliche Gehör in jungen Jahren so ungefähr bis 20 Kilohertz reicht, bis 20.000 Hertz reicht. Schwingungen darüber, über diesen 20.000 Hertz, kann fast keiner hören. Es gibt ein paar Leute, die naja, vielleicht auch nochmal 22 Kilohertz oder 24 Kilohertz Signale hören. Man sagt, dass kleine Kinder den Frequenzbereich über 20 Kilohertz, manche auch noch etwas hören. Das wird aber im Alter schlechter. Und in meinem Alter ist es da, ich glaube, ich habe vor ein paar Jahren mal mit Mitarbeitern so eine Messung gemacht im Labor. Da habe ich nur noch bis 14 Kilohertz gehört. Und weil es vor ein paar Jahren war, ist es wahrscheinlich noch weniger geworden. Vielleicht höre ich nur noch bis 12 Kilohertz oder so ähnlich. Also, wenn man älter wird, wird das auch noch schlechter. Aber was man experimentell herausgefunden hat, ist, dass fast niemand über 20 Kilohertz hört. Und auch ja, im unteren Bereich gibt es so eine Grenze, ab der wir hören, sagen wir mal so 20 Hertz oder so. Und die Musikinstrumente, die wir kennen, und dass diese natürlichen Anführungszeichen, Audiosignale, die wir so wahrnehmen und die wir auswerten, in diesem Bereich von 20 bis 20 Kilohertz, da gibt es zum Beispiel die menschliche Sprache. Das hier rote, das ist 440 Hertz, das ist der Kammerton A. Die menschliche Sprache bewegt sich so zwischen 300 und ungefähr 3000 Hertz. Die Trompete erzeugt Schwingungen zwischen etwas über 50 Hertz bis so etwas über ein Kilohertz. Das Klavier hat ein Spektrum, das es erzeugen kann, von 20, 30 Hertz, ich weiß es nicht genau, bis so etwas unter 5 Kilohertz, eigentlich weniger als man sich denkt. Und eine große, gute Orgel kann schon ziemlich tiefe Töne erzeugen, so ab 20 Hertz der unteren Hörgrenze bis hier in diesem Bereich von 12, 13 Kilohertz. Das ist das, was wir mit unseren Musikinstrumenten bzw. unserem natürlichen Audioinstrument Sprache erzeugen können. Und dementsprechend sind auch unsere technischen Transportmittel ausgelegt. Mit dem Telefon wollen wir Sprache übertragen. Deshalb ist das Frequenzband, was das Telefon überträgt, das Telefonsystem überträgt, eingeschränkt davon 300 Hertz bis 3400 Hertz. Und Sie sehen auch, dass Musik nicht richtig gut übertragen werden kann mit dem Telefon. Also man kann wahrscheinlich die Melodie schon noch verstehen, aber der Musikgenuss ist in der Tat eingeschränkt. Heimstereo, also die Anlage, die man sich zu Hause ins Wohnzimmer stellt oder in die Studentenbude stellt, die hat so einen typischen Frequenzbereich, wenn sie eine ist, die halbwegs was taugt, von den Lautsprechern her und vom Frequenzgang des Verstärkers und so weiter und von dem Zuspielsignal, was man hat, CD, hat so einen Frequenzbereich zwischen 20 Hertz und 20 Kilohertz. Also das gesamte hörbare Spektrum, die Bandbreite kann dargestellt werden.
das UKW-Radio, was man also so im Radio dudeln lässt, wenn man Auto fährt oder zu Hause nebenher, überträgt einen Bereich zwischen 20 und 15 Kilohertz. Also für die Musik, die wir erzeugen, mit den üblichen Musikinstrumenten völlig ausreichend. Und für die Sprache natürlich schon mehrmals ausreichend. Jetzt müssen wir natürlich noch dafür sorgen, dass unsere Tonträger, also eine CD oder sowas, auch ausreichend viel Kapazität hat, in Anführungszeichen, um diese Signale, also sowas hier, beziehungsweise sowas hier, auch zu übertragen. Und wenn Sie sich die Audio-CD angucken, die hat auch hier diese Bandbreite zweimal, in zwei Kanälen, einen für links und einen für rechts. Um erstens all das, was wir hören können, zu übertragen und zweitens auch das entsprechende Signal zu liefern für unsere Stereoanlagen zu Hause, für die Musikausrüstung zu Hause, also die Musikwiedergabeausrüstung zu Hause. Wir Menschen haben auch ein ausgeprägtes räumliches Hörvermögen, wenn Sie nicht allzu lange, wir wollen nicht einschlafen, aber in der Vorlesung mal die Augen schließen und ich wandere hier vorne so ein bisschen auf und ab. Nee, das geht jetzt hier mit den Lautsprechern nicht, aber wenn die Lautsprecher aus wären, dann könnten Sie, wenn Sie die Augen schließen, auch herausfinden, wo ich denn gerade stehe. Ich stelle mich aber hier wieder schön ins Bild zurück. Könnten Sie auch herausfinden, wo ich denn gerade stehe. Ich meine, dass wir Menschen ein sauberes, räumliches Auflösungsvermögen haben beim Gehör. Das ist eigentlich vernünftig, denn wenn wir es irgendwo in der Wildnis unterwegs sind und hören es leise knacken, dann wollen wir ja in die richtige Richtung davonlaufen und nicht dem Bären gleich in die Arme. Also das ist ein unmittelbarer Selektionsvorteil, den wir uns gut vorstellen können. Und dieses räumliche Hören, ich habe mal hier unten diese Zeichnung hingemalt, diese Zeichnung ist wahrscheinlich ohne Erklärung überhaupt nicht verständlich. Das soll also hier, dieses Oval hier soll ein Kopf von oben sein, links ein Ohr, rechts ein Ohr und da vorne die Nasenspitze. Die Nasenspitze hat bei der akustischen Wahrnehmung beteiligt sich daran nicht, aber das habe ich hier nur zur Orientierung der Zeichnung eingemalt. Und jetzt haben wir hier zwei Audioquellen. Und weil wir zwei Ohren haben und auch noch dieses mechanische Konstruktion hier außenrum, die Hörmuschel, das Außenohr, kann unser Gehirn erstens mit den Eigenschaften des Innenohrs, die Auflösung des Innenohrs und zweitens eben mit der Konstruktion des Außenohrs den Sound ziemlich gut in diesem 3D-Raum, in der Ebene hier lokalisieren, damit wir in der richtigen Richtung davonrennen. Erstens mal, wenn diese Audioquelle genau hier ist, dann kommen ja dieselben Signale, dieselben Schwingungen bei beiden Ohren an, solange wir unsere Nasenspitze genau auf die Audioquelle ausgerichtet haben. Wenn wir unseren Kopf drehen, dann kommt ja das Signal hier am linken Ohr, wenn wir jetzt mal annehmen, der Sound kommt von da, sicher anders an als vom rechten Ohr. Und wenn ich meinen Kopf in die andere Richtung drehe, dann ist das Gegenteil der Fall. Wenn sich jetzt diese Audioquelle bewegt, hier in dem Bild nach rechts, dann können wir erwarten, dass wir erstens den Sound etwas stärker, etwas lauter am rechten Ohr als am linken Ohr wahrnehmen. Denn am linken Ohr muss ja, da gibt es jetzt ein paar Eigenschaften, die wir diskutieren wollen. Zuerst mal habe ich hingeschrieben Lautstärke. Das bedeutet, das hat die Auswirkung, dass der Sound am rechten Ohr wahrscheinlich ein bisschen lauter ankommt als am linken Ohr in diesem grünen Szenario, weil ein Teil des Schalls durch unseren Kopf sozusagen hindurch müsste und deshalb gedämpft wird. Das zweite ist,
die Laufzeitunterschiede zu den Ohren. Und das ist jetzt was Interessantes. Eigentlich empfinden wir Schall als schon was relativ Schnelles. Tatsächlich ist es aber so, dass Schall pro Sekunde nur 330 Meter vorwärts kommt. Ja, die Schallwellen in der Luft, 330 Meter. Nun ist unser Kopf, sagen wir mal so 15 cm breit. Und wenn das Audio von da kommt, dann kommt es hier ein bisschen schneller als hier an, aber so im Millisekundenbereich, im Submillisekundenbereich. Unser Ohr kann es interessanterweise auflösen. Also wir Mensch, also das menschliche Gehör, das Gehirn findet heraus diesen Millisekundenlaufzeitunterschied, der durch die Distanz zwischen den Ohren produziert wird. Als ich das erste Mal gelesen habe, in einem wissenschaftlichen Buch, war ich doch sehr überrascht, dass unsere Signalverarbeitung so super funktioniert. Das zweite ist, dass die spektrale Analyse, höhere Töne, also die Töne in diesem Bereich hier, ab ein paar Kilohertz, breiten sich gerichtet aus, die Schallwellen im höheren Bereich, breiten sich gerichtet aus. Das heißt, die Abschwächung der hohen Töne, wenn die Signalquelle hier ist, die ist hier drüben stärker als hier. Also die hohen Töne, die breiten sich gerichtet aus, die tiefen Töne breiten sich gleichförmig im Raum aus. Also die werden hier auch um unseren Kopf herum gebeugt, die hohen nicht. Ein Ton, der also hier sich rechts von uns befindet, der hat hier ein ausgewogeneres Spektrum. Da sind hier auch lauter, also mit höherer Lautstärke empfundene Komponenten in den höheren Frequenzbereichen drin, als auf der linken Seite. Wenn die beide gleich sind, die spektrale Analyse das Gleiche produziert für links und rechts, dann wissen wir, der Sound ist gerade vor unserer Nase. Wenn wir auf dem rechten Ohr höhere Frequenzkomponenten finden als auf dem linken Ohr, dann wissen wir, der Sound ist rechts von uns. Das Außenohr hat noch eine Filterfunktion. Also wenn Sound hinter uns ist, dann klingt er auch wieder dumpfer, hat weniger hohe Frequenzen und dadurch wissen wir, ob die Schallquelle irgendwo hinter uns ist oder vor uns ist, weil das Außenohr auch wieder die hohen Frequenzen teilweise rausfiltert oder sagen wir mal zumindest dämpft. Und wir können noch die Echos auswerten. Das machen wir natürlich zum Beispiel in einem Konzertsaal ganz intensiv, wenn wir Echos von allen Seiten bekommen. Das hört sich ganz anders an als die Musik zum Beispiel in einem kleinen Raum. Also Echos werden auch vielfältig ausgewertet, um herauszubekommen, um die Schallquelle im Raum orten zu können. Insgesamt ist dieses räumliche Hören ein ziemlich komplexer Vorgang, deshalb lässt sich es auch nicht so leicht täuschen. Darüber müssen wir auch noch etwas sprechen gleich. Zunächst möchte ich noch was über das menschliche Hörvermögen generell sagen, so ein paar Eigenschaften noch herausarbeiten, die man dann später ausnutzen kann, falls wir komprimieren möchten. Soweit das richtig komprimieren machen wir hier in der Vorlesung noch nicht, aber ich möchte Ihnen so ein paar Ideen geben. Also, ich habe schon gesagt, zwischen 20 und 20.000 Hertz können wir Menschen hören und wir haben hohes zeitliches Auflösungsvermögen im Millisekundenbereich, also Tausendstelsekundenbereich. Und unser Gehör ist logarithmisch bezüglich der Amplitude. Wenn man also den
die Lautstärke, die empfundene Lautstärke verdoppeln muss, dann muss man zum Beispiel die eingesetzte Energie im Lautsprecher schon verzehnfachen oder sowas. Das sehen Sie hier unten auch bei dieser berühmten Kurve, das menschliche Lautstärkeempfinden nach Fletcher und Manson. Das Blaue hier unten ist die sogenannte Hörschwelle. Und ich habe hier in Dezibel die Intensität aufgezeichnet und hier horizontal die Frequenzen. Oder die Herren Fletcher und Manson haben das eigentlich. Ich habe diese Zeichnung auch nicht einfach auf das Internet gegriffen, sondern ich habe sie sauber nachgezeichnet. Solche Kurven hier nachzuzeichnen macht ein bisschen Arbeit, aber Sie sehen, dass es schon irgendwie hinkommt. Also, damit das menschliche Ohr überhaupt einen Ton von 30 Hertz hören kann, muss man schon jede Menge Schalldruck investieren. Deshalb ist ein anständiger Stereo-Lautsprecher auch so ein Teil mit einer großen, dicken Membran, die auch viel Energie produzieren kann. Auch der Verstärker dahinter muss schon kräftig sein, damit die auch einen kräftigen Bass produzieren können. Also hier bei 30 Hertz müssen wir über 60 Dezibel Schalldruck produzieren, damit der Mensch das hören kann. Bei 100 Hertz sind es nur noch zum Beispiel 30 Dezibel, bei 1000 Hertz sind wir hier schon an der 0 dB-Grenze angelangt. Bei so 3000 Hertz können wir besonders gut hören, besonders leise Töne hören. Und dann braucht es wieder mehr Energie bis in diesen Bereich hoch. Die grünen Kurven ist das, was als gleichmäßige Lautstärke empfunden wird. Und hier auch nochmal. Das ist jetzt hier schon ziemlich laut. Hier oben die roten Kurven, da sind wir an der Schmerzgrenze, beziehungsweise an der Schadensgrenze hier. Ne? Ich würde mal sagen, die untere Kurve Schmerz, die obere Kurve auch Beschädigung unseres Hörapparates. Und Sie sehen auch, dass bei diesen Frequenzen um 3000 Hertz weniger Schalldruck für Schmerzempfinden nötig ist als bei diesen Frequenzen hier. Diese Kurve, die ich Ihnen hier aufgemalt habe, die kann man übrigens auch benutzen zum Komprimieren. Wir könnten zum Beispiel uns überlegen, bei einem hypothetischen Kompressionsverfahren, dass wir, wenn wir hier eine Audioschwingung von 50 Hertz haben, in der Musik, die wir da komprimieren wollen, dass wir, wenn die nur eine Intensität von 40 Dezibel hat, die gar nicht übertragen brauchen, weil die Menschen sie sowieso nicht hören. Wir könnten also hier unser Spektrum in einzelne kleine Bereiche zerlegen, in einzelne kleine Frequenzbänder und in jedem Frequenzband nachschauen, kann der Mensch das überhaupt hören? Und wenn nicht, dann lassen wir diese Schwingung einfach weg, übertragen wir das Frequenzband gar nicht. Auf die Weise findet sich in jedem Audiosignal, in fast jedem Audiosignal, einen Bereich, mehrere solche Einzelbänder, die man gar nicht übertragen braucht. Das ist die Grundidee vom MPEG-3 übrigens, also vom MP3. Nicht MPEG-3, sondern MP3, MPEG-Audio-3. Es gibt noch einen zweiten Effekt oder nur zwei weitere Effekte. Das eine ist die Abschattung in der Zeit. Wenn wir, hier habe ich die Zeit aufgetragen in Millisekunden, hier wieder Amplitude in einem bestimmten Frequenzbereich. Und wenn wir hier eine Zeit lang einen lauten Ton abspielen, sagen wir mal mit 60 Dezibel, dann kann man messen, dass die Menschen dann, nachdem wir den Ton nicht mehr abspielen, so ungefähr 150 Millisekunden lang, eine erhöhte Hörschwelle haben, also Töne zum Beispiel hier einen von 20 Dezibel gar nicht hören würden, obwohl wir das normalerweise hören würden.
so ein Abschattungseffekt, der klingt dann ab hier nach so 150, 160 Millisekunden. Das kommt daher, weil unser Gehör sich dynamisch an die Lautstärke anpasst, die präsentiert wird, um ja, das Wesentliche der Schwingung da herauszubekommen, wenn der also die Empfindlichkeit des Hörapparates anpasst. Das ist sogar interessanterweise kurz vor diesem lauten Ton gibt es schon diese Abschattung, kann man schon diese Abschattung messen. Jetzt fragt man sich, wie kann das sein? Das liegt ja sozusagen in der Zukunft. Wie weiß denn das Gehör zu diesem Zeitpunkt, dass da gleich ein lauter Ton kommt? Aber was natürlich in Wirklichkeit passiert, ist, dass die Audiosignalverarbeitung in unserem Gehirn eine gewisse Verzögerungskette hat. Dass also diese 50 Millisekunden hier, dass es einen Regelmechanismus gibt, der die Empfindlichkeit einstellt, nachdem es am Hörorgan angekommen ist und dass die weitere Signalverarbeitungskette dann eingestellt wird und dass diese justiert wird und dass diese Signalverarbeitungskette da eben ungefähr eine Latenz, eine zeitliche Verzögerung von über 50 Millisekunden hat. Das hier sagt nämlich nicht, wann das ankommt, sondern was empfunden wird. Und wenn der Sound am Innenohr angekommen ist, dann gibt es eine Funktion, die die Lautstärke nimmt, die Amplitude nimmt und daraus den weitere Signalverarbeitung entsprechend justiert. Vorab justiert. Also diese Abschattungseffekte gibt es und es gibt noch einen weiteren Abschattungseffekt in der Frequenz. Ich habe hier wieder die Hörschwelle, das Blaue, nach Fletcher-Manson aufgezeichnet. Und wenn wir hier, sagen wir mal, bei 700 Hertz diesen Ton hier messen von ja, etwas über 50 Dezibel, dann bedeutet dieser laute Ton, dass wir Menschen in den Frequenzen drumherum durch diesen lauten Ton leisere Töne in Frequenzen, die direkt daneben liegen, zum Beispiel diesen grünen hier bei 1000 Hertz, gar nicht hören. Den grünen 30 Dezibel Ton bei 1000 Hertz, den hören wir nicht. Der wird überschattet, abgedeckt, verschattet durch diesen 55 Dezibel Ton bei, sagen wir mal, 700 Hertz. Das ist auch noch was ganz Interessantes. Auch das kann man ausnutzen und genau das wird beim MP3 auch ausgenutzt. Selbstverständlich gibt es auch Abschattungen in der Phase. Wenn wir den Sinus von x haben und dann Sinus von x plus pi übertragen, wenn sich das mal aufmalen auf dem Papier, diese beiden zusammen und dann addieren, sehen Sie, dass 0 rauskommt. Also wenn zwei solche Töne erzeugt werden und sich im Spektrum befinden, erzeugt werden, dann löschen sie sich gerade gegenseitig aus. Also auch solche Effekte kann man sehen und kann man versuchen auszunutzen. Hier zwei gleiche phasenversetzte Schwingungen, das ist genau das hier, ne? Um 180 Grad versetzt, die können sich auslöschen. Und das ist hier natürlich ein Trivialbeispiel. Also diese Abschattungseffekte, erstens das Lautstärkeempfinden und zweitens diese Abschattungseffekte, die kann man benutzen, um zu komprimieren, um Audio zu komprimieren. Und das erleben wir auch täglich mit unserem Radio, beziehungsweise bei dem Aufgezeichnen, wenn man Musik vom USB von irgendwelchen Musikplayern hören oder wenn wir uns Musik in einem von den Online-Diensten kaufen, die sind so komprimiert, dass das hier ausgenutzt wird. Solche Sachen werden ausgenutzt und natürlich die Fletcher-Manson-Kurve generell. Ich möchte jetzt noch, ich
habe das bei den anderen Medien auch schon gemacht, insbesondere beim Bild habe ich das gemacht, diskutiert. Wie kann man denn Audio digital repräsentieren? Das PCM, Pulse-Code-Modulation, ist das klassische Telefonie-Digitalisierungsverfahren, was also beim ISDN gemacht wird, was aber zum Beispiel auch in unserem Mobiltelefon als allererstes gemacht wird, bevor weiter komprimiert wird. Das wird auch für die CD-Audios gemacht oder für diese Digital Audio Tapes. Das hier, CD-Audio, das werden Sie alle schon benutzt haben, in Anführungszeichen gehört haben. Und telefoniert natürlich auch. Ich erkläre es am Telefonieren, hier funktioniert es ziemlich ähnlich, fast genauso, aber mit anderen Parametern, andere Sampling-Frequenz und so weiter. Also zunächst mal haben wir hier die Sprache und dann haben wir hier ein Mikrofon. Beim Telefon ist das hier unten in diesem Handapparat drin, in dem Ding, was wir in der Hand halten. Aus diesem Mikrofon, da werden die Erfindung vom Heinrich Hertz und dann vom Alexander Graham Bell nochmal und noch jemand anders zu derselben Zeit, die werden im Mikrofon von der Membran die Luftschwingung aufgenommen und dann in elektromagnetische Schwingung transformiert. Dieses jetzt elektrische Signal, das muss noch durch so einen Tiefpassfilter durch. Warum es das Tiefpassfilter durch braucht, das müssen wir gleich noch diskutieren. Es muss also durch so einen Tiefpassfilter durch und danach wird es abgetastet. Abgetastet bedeutet, jetzt wird es zeitlich diskretisiert. Genauso wie das Video, wenn wir hier rumlaufen und die Videokamera nimmt mich auf, dann zerlegt es die Zeit in einzelne Bilder. Zum Beispiel 25 oder 30 Bilder hintereinander. Die Kamera macht 25 Schnappschüsse pro Sekunde. Hier machen wir 8000 solche Schnappschüsse pro Sekunde. Wir messen die Amplitude von dieser Schwingung 8000 Mal pro Sekunde. Wie? Das erzähle ich Ihnen gleich auch noch. Also wir messen das 8000 Mal pro Sekunde, diese Schwingung. Und wenn wir uns dann hinsetzen und machen diese 8000 Punkte auf dem Papier hintereinander auf, dann und malen einen Strich durch, dann sehen wir unsere Schwingung wieder, hoffentlich ausreichend genau. Darüber müssen wir gleich noch ein bisschen sprechen. Das nennt man Abtasten, Englisch Sampling, da steht Sampling, also einzelne Abtastwerte. Das ist eine zeitliche Diskretisierung. Danach, also Einteilung der Zeitachse in einzelne Stücke, beim Telefon sind das 8000. Danach müssen wir quantisieren. Jeden einzelnen von diesen noch analogen Messwerten müssen wir runden auf eine Zahl. Zum Beispiel, das ist hier mal so hingezeichnet, auf eine Zahl zwischen minus 128 und plus 127. Da können wir vielleicht noch ein 7er hinmalen da oben. Wir diskretisieren die Werte. Aus analog machen eine digitale Repräsentation. Dabei machen wir natürlich einen kleinen Rundungsfehler bei diesem Quantisieren. Also aus einem Real beziehungsweise einer reellen Zahl in Anführungszeichen machen wir es ein Integer. Da lassen wir ein bisschen was weg. Hoffentlich stört das nicht allzu sehr. Und danach müssen diese Integers noch irgendwie kodiert werden. Das kann man entweder ganz trivial machen und bei der Audio-CD, da wird auf 16-Bit-Zahlen gerundet, 16-Bit-Integers, also von minus 32.768 bis plus 32.767 wird da gerundet in diesem Bereich und danach wird das die Zahl, diese einzelnen Zahlen hintereinander bei der auf die Audio-CD aufgezeichnet. Also jetzt das erste ist das Abtasten, das zweite ist das Quantisieren, das dritte ist noch Codieren.
Und hier hinten bei dieser Kodierung, da kann man auch noch stärker weiter komprimieren, wenn man möchte. Das diskutieren wir aber jetzt nicht. Was ich zunächst noch besprechen möchte, ist, wie oft muss ich eigentlich pro Sekunde abtasten? Wie oft muss man dieses Signal messen? Wie oft bezieht sich natürlich darauf, dass ich die Schwingung auf der anderen Seite perfekt wieder rekonstruieren möchte? Perfekt im Sinne von, ich will ja nicht das Falsche rekonstruieren. Wenn ich zum Beispiel so eine Schwingung hier habe, nach dem Mikrofon, hier so munter rauf und runter mit lokalen Maxima und so weiter, und ich taste einmal hier ab und einmal hier ab, dann ist es offensichtlich zu wenig, denn einerseits geht diese rote Kurve da durch und andererseits geht natürlich auch würde diese Gerade da durchgehen. Hier habe ich offensichtlich zu wenig abgetastet. Ich müsste noch häufiger abtasten, um unterscheiden zu können, ob das dieses Ding da ist oder die Gerade. Was ist falsch an dieser Schwingung hier? Da sind zu hohe Frequenzen drin. Dieses Herumgezappel hier rauf und runter und so weiter, das steht ja dafür, dass hier ganz hohe Frequenzkomponenten drin sind. Und jetzt, hier unten haben wir nochmal so etwas Ähnliches. Ne? Sie sehen hier diese Schwingung und ich taste hier ab, hier ab, hier ab, hier ab, hier ab, hier ab. Das sieht eigentlich schon mal ganz gut aus, aber wir könnten eben auch nicht nur diese rote hier durchlegen, sondern auch diese blaue Kurve durchlegen. Sie sehen, die würde das hier auch anständig interpolieren, diese blaue Kurve. Die 6 Stützpunkte, die ich habe, aus hier habe ich also offensichtlich zu wenig abgetastet. Ich kann nicht zweifelsfrei das unterscheiden, welche der beiden Kurven das waren. Die Herren, naja, eigentlich ist diese ja, die zentrale Aussage, dass man die Abtastfrequenz größer sein muss, echt größer sein muss, als zweimal die höchste Frequenz, die in der Schwingung enthalten ist. Diese Aussage, die wusste wohl der bekannte Mathematiker Borel schon vor über 100 Jahren. Der hat es auch in sein Notizbuch irgendwo so am Rande mal hingekritzelt, aufgeschrieben, dass man das zeigen könne. Er hat es eigentlich nur im Kopf gehabt, diese Idee, und nicht veröffentlicht. Veröffentlicht hat es dann der Herr Whittaker Senior, hat es 1915 nochmal gefunden, Whittaker Junior hat es dann 1929 nochmal richtig aufgeschrieben, bewiesen und veröffentlicht. Die Erkenntnis ist also gar nicht so alt. Die Abtastfrequenz, also die 8000 Hertz, die müssen echt größer sein als zweimal die höchste Frequenz. Wenn ich jetzt gesagt habe, menschliche Sprache ist, man hat so ein Frequenzband bis 3400 Hertz, dann multiplizieren wir das mal mit 2, 6800. Und weil man technisch diese Filter nicht so gut bauen kann, nimmt man dann als Abtastrate mal 8000 Hertz. Und daraus kommt dann dieses Tiefpassfilter raus. Das Tiefpassfilter ist ein Filter, das kann man entweder analog basteln, gar nicht so einfach, oder man baut es mit einer digitalen Signalverarbeitung, einem Signalprozessor. Der sorgt dafür, dass alle Frequenzen ab 3400 oder sagen wir mal ab 3500 Hertz gedämpft werden. Und der stellt auch sicher, dass dann ab 4000 Hertz, so ungefähr ab 4000 Hertz, dann kaum noch Frequenzkomponenten vorhanden sind, also kaum noch Frequenzkomponenten über 4000 Hertz vorhanden sind, beziehungsweise ganz stark gedämpft, egal was vorher in dem Signal vom Mikrofon war. Und dadurch ist dann hier dieses Abtasttheorem erfüllt. Und wenn wir mit 8000 Hertz abtasten, können wir uns sicher sein, dass wir keine unangenehmen Effekte haben. Diese unangenehmen Effekte, die nennt man auch Aliasing. Wenn wir mit einer zu niedrigen Rate abtasten,
dann kann eben genau das hier passieren. Wir haben eigentlich die rote Schwingung abgetastet, aber im Lautsprecher bei der Wiedergabe finden wir dann auch noch diese blaue Schwingung wieder, die eigentlich falsch war. Die von Ihnen, die alte Western angucken, den John Wayne oder so ähnlich, die haben das auch schon mal gesehen. Wenn da so eine Postkutsche fährt in so einem alten Western, so schwarz-weiß zum Beispiel, vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen, da drehen sich die Räder dann häufig in der falschen Richtung. Die fährt zwar flott vorwärts, außenrum da der Sand des Feldweges, auf dem die da langfahren, aber die Räder, die rotieren so ganz langsam rückwärts. Entweder stehen sie sogar im Bild oder sie rotieren manchmal auch ganz langsam rückwärts. Wer hat es schon mal gesehen? Wer hat schon mal beim Western geguckt? In einem alten Western kann man sowas sehen. Und das kommt genau daher. Ja? Das Wagenrad steht so, ein Bild wird gemacht. Wenn das nächste Bild gemacht wird, hat das Wagenrad sich tatsächlich schon weitergedreht. Aber die Räder, die Speichen von dem Rad stehen im Verhältnis zum alten Bild so ein bisschen zurückgedreht. Tatsächlich hatten die sich so weitergedreht, aber das kann man nicht unterscheiden. Die stehen dann so ein bisschen zurück und dann gibt es noch ein Bild und dann stehen die immer in diesem Winkel. Wenn das dann abgespielt wird, dann sieht das so aus, als ob die sich rückwärts drehen. Das kommt daher, weil wir dieses Bild mit der Kamera mit 25 Hertz abtasten. Aber da eine ganz andere Schwingung drin steckt, eine ganz andere Funktion drin steckt bei den Wagenrädern. Das wäre jetzt Aliasing im Videosignal, da kann es auch passieren. Aliasing passiert uns woanders auch noch. Aliasing-Effekte kann man übrigens sogar bei einem ganz normalen Grafik sehen. Deshalb gibt es hier in dem Computer auch so eine Anti-Aliasing-Funktion bei der Grafik. Bei dem Wechsel von Weiß auf Schwarz zum Beispiel entstehen ja auch hohe Frequenzen, wenn man das so linear betrachtet hier auf der Zeile. Und beim Audio wird es auch gemacht. Man wird es erst merken beim Audio, wenn es abgeschaltet wird, aber zum Glück haben wir es ja beim Telefonieren, sonst würden wir da schon lustige Effekte feststellen. Das Tiefpassfilter. Wie ein Tiefpassfilter funktioniert, will ich Ihnen hier nicht erzählen. Was ich Ihnen noch erzählen möchte, ist, wie wir denn diesen Schritt hier vorne, das Sampling, wie wir das hinkriegen. Und den Schritt der Quantisierung, wie wir das machen. Das Sampling ist eigentlich ganz einfach. Dazu braucht man eine Schaltung, die heißt Sample and Hold. Es ist eigentlich ein Transistor. Entschuldigung, hier ein Transistor, Schalter. Ich habe hier einfach nur einen Schalter, den man öffnet und schließt, gemacht. Da könnten wir aber gut einen Transistor benutzen, denn den können wir elektronisch gesteuert auf und zu machen. Und dann brauchen wir hier noch einen Kondensator. Was passiert ist folgendes. Wir legen die Spannung vom Mikrofon, nachdem es gefiltert ist, hier an. Und zu diesem Zeitpunkt, A, schließen wir diesen elektronischen Schalter und Elektronen können hier, Ladungsträger können hier fließen und werden in dem Kondensator gespeichert. Am Ende des Intervalles, E, öffnen wir diesen Schalter wieder. Und der Kondensator, der hat jetzt Ladungsträger gespeichert, proportional zu der Spannung, die hier in dieser Zeit anlag. Jetzt, hier in diesem kurzen Zeitraum danach, nach dem E, messen wir, wie viele Ladungsträger hier drin waren. Wir saugen die Ladungsträger ab, sodass wir wieder mit einem leeren Kondensator beginnen, wenn hier dann zu diesem Zeitpunkt der Schalter wieder geschlossen wird. Also jedes Mal in diesem Intervall hier, und das können wir uns durchaus so vorstellen wie dieses Intervall, jedes Mal in so einem Intervall lassen wir den Kondensator hier aufladen und die Spannung, die dann da hier anlag vom Mikrofon, die
können wir auf diese Weise messen in einzelnen Zeiträumen. Wir müssen bloß hier den entsprechenden Takt anlegen, offen zu und hier drüben zum Messgerät hin nochmal genau das Gegenteil. Auf die Weise können wir mit dieser Sample-and-Hold-Schaltung die angelegte Spannung in einem bestimmten kurzen Zeitraum messen. Das müssen wir jetzt 8000 Mal pro Sekunde machen. Die Schaltung muss dann entsprechend leistungsfähig sein, ist aber auch nicht so ein Problem. Jetzt messen wir hier, das ist ein bisschen ähnlich wie bei der CCD, die ich letzte Woche besprochen habe. Da lassen wir ja die Photonen, das Licht, Ladungsträger freischlagen aus dem Kristallgitter da in dieser Siliziumzelle. Und dann machen wir vorne wieder den Deckel zu, also den Verschluss zu von der Kamera, nachdem der eine kurze Zeit offen war, Belichtungszeit. Ne? Und dann schauen wir nach, wie viele Ladungsträger sich denn da angesammelt haben in einer von diesen Zellen. Und genauso machen wir das hier bei diesem Sample-and-Hold-Baustein. Nachdem wir die Ladungsträger haben, müssen wir sie übrigens noch quantisieren. Also schauen, wie viel waren es denn? Also wir müssen den analogen Wert in so einen digitalen Näherungswert umwandeln. Das können wir zum Beispiel so machen, dass wir hier, das ist jetzt was ganz Primitives, dass wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Komparatoren haben. Was so ein Komparator macht, ist, er vergleicht eine angelegte Spannung mit der Spannung, die hier angelegt ist. Hier legen wir mal 1 Volt an, hier legen wir 2 Volt an, 3, 4, 5, 6 und 7. Der Komparator, der vergleicht also diese eine hier, der vergleicht also die angelegte Spannung hier mit dem 1 Volt da. Nehmen wir mal an, wir stecken 3,3 Volt da rein in diese Schaltung. Dann wird der erste sagen, jo, diese Spannung, die hier anliegt, ist größer als die Spannung hier links. Ich gebe mal hier einen Einser aus. Der wird, ja, 3,3 Volt ist größer als 2 Volt, einen Einser ausgeben. 3,3 Volt ist größer als 3 Volt, gibt einen Einser aus. 3,3 Volt ist kleiner als 4 Volt, gibt eine 0 aus. Kleiner als 5 Volt, kleiner als 6 Volt, kleiner als 7 Volt. Die hier geben lauter Nullen aus, die hier geben Einsen aus. Und jetzt haben wir uns entschieden, die Spannung ist also etwas über 3 Volt. Jetzt müssen wir nur noch was mit diesem 7:3 Encoder, das ist eine logische Schaltfunktion, hier dann auf diesen 3 Bit die Zahl 3 ausgeben. Und dann sind wir fertig. Wenn wir übrigens hier 0,5 Volt hatten, dann würden natürlich die alle hier 0 ausgeben. Jetzt haben wir, na das ist hier nur für, wir haben hier nur so 3-Bit-Zahlen, die da rauskommen. Jetzt wird da schon etwas stärker gerundet. Das ist der Quantisierungsfehler, den wir machen. Unsere Schaltung ist ungenau. Man kann sagen, dass so man vernünftig mit ausreichend wenig Quantisierungsfehler, ungefähr 6 Dezibel pro Bit unterbringt in so einer analog nach digital Konverter Schaltung ADC. Das heißt, bei 16 Bit kriegen wir eine Dynamik von ungefähr 96 Dezibel. Das ist das, was unsere Audio-CDs produzieren. Die Audio-CDs, die tasten ab mit 44,1 kHz auf 16 Bit Zahlen. Ich habe hier nochmal eine Zusammenfassung. Erstens, wir samplen und quantisieren dann. Samplen die zeitliche Diskretisierung und jeder einzelne Wert wird dann auch nochmal diskretisiert. Am Ausgabegerät, wenn das hier, das rote, meine Eingabefunktion war, das, was wir digitalisieren, dann kriegen wir nach dem Samplen und nach dem Quantisieren diese Treppenfunktion raus. Und das ist auch das, dieses U-Dach ist das, was wir am anderen Gerät nach der Übertragung wieder abspielen würden. Sie sehen, die Funktion ist schon nicht genau die Funktion, die wir da haben, sondern wir haben so eine, ja,
eine Näherung, diese Treppenfunktion. Die wird dann übrigens beim vor dem Abspielen noch ein wenig geglättet, denn was man nicht haben will, sind diese eckigen Kanten hier, aber auch da kann man, also diese dummen Ecken hier, das muss man auch mit der Signalverarbeitung glätten, bevor man das abspielt. Also wir verfälschen das schon ein wenig, diese Funktion, aber wenn man es dann glättet vor dem Abspielen, dann hört das wieder unser menschlicher Hörapparat nicht. Und das merken Sie auch an einer Audio-CD, die klingt super. Und tatsächlich ist es so, ne? Beim Audio-CD, da haben wir eine Auflösung von 16-Bit pro Sample, pro Kanal. Es gibt ja zwei Kanäle. Leider ist hier die Tabelle ein wenig durcheinander geraten. Ich muss eine richtige Tabelle draus machen. Und also zweimal diese 16-Bit, wir samplen bei der Audio-CD mit 44 Kilohertz. Wir erinnern uns wieder an diese Abtastschranke. Wenn wir ein Mikrofon haben, da kommt eine Schwingung raus mit von 0 bis 20 Kilohertz. Da müssten wir noch hinten dran einen Tiefpassfilter hängen an dieses Mikrofon, das dafür sorgt, dass Töne ab 20.000 Hertz stark gedämpft werden. Weil wir das nicht so super gut können, legen wir uns vielleicht noch 2 Kilohertz Sicherheit dazu. Und die Schwingung, die Abtastfrequenz muss dann auch noch echt größer sein. Also 44.100 Sampling-Frequenz ist die Sampling-Frequenz, die man da benutzt. Das Ganze für zwei Kanäle. Und wenn man das jetzt hier zusammenrechnet, 4 Byte oder 32 Bit mal 44.100, dann kriegen wir so einen Datenstrom von ungefähr 1,4 Megabit heraus. 1,4 Megabit ist auch ungefähr das, 1,5 Megabit tatsächlich genau, was auf der Audio-CD aufgezeichnet wird. Also die produziert pro Sekunde, die Audio-CD, wenn man sie abspielt, einen Datenstrom von 1,5 Megabit und da passt das CD-Audio-Signal gut hinein. Insgesamt ist auf so einer Audio-CD irgendwie so um die 700 Megabyte also 700 Megabyte an Informationen drauf. Und wenn man das jetzt umrechnet, dann reicht das so für etwas über eine Stunde Musik. Und das war irgendwie auch die Randbedingung der Standardisierung. Bei der Standardisierung hat man sich natürlich überlegt, wir nehmen diese Parameter hier, wir wollen ungefähr eine Stunde Audio auf so eine CD draufbringen können, vielleicht ein paar Minuten mehr, 70 Minuten oder so ähnlich. Und deshalb, daraus ergibt sich dann die Aufzeichnungsdichte und so weiter, die Speicherungsdichte auf der CD. Beim Telefonieren, ALOR oder MYLOR, ALOR der europäische Kompressionsstandard für Audio, Kompression in Anführungszeichen, so viel wird da nicht komprimiert. Sagen wir lieber Aufzeichnungsstandard für Audio im Telefonie-Backbone bzw. im ISDN. Da samplet man 8000 Mal, es gibt nur pro Sekunde, es gibt nur einen Kanal. Die entstehenden 13-Bit-Zahlen, kommen tatsächlich 13-Bit-Zahlen raus, also der Analog-Digital-Konverter, der produziert hier 13-Bit beim Telefon. Das wird noch umkodiert. Diese 13-Bit-Integers, die werden gespeichert als 8-Bit-Float-Zahl. Also da gibt es dann ein Vorzeichen, einen Exponenten und eine Mantisse, wie wir das ganz am Anfang von der Vorlesung diskutiert haben. Also mit solchen Float-Zahlen wird dann, wenn er aus diesen 13-Bit noch 8-Bit gemacht. Das heißt, da wird auch Genauigkeit verschenkt, damit wir insgesamt einen 64 Kilobit Datenstrom, 8-Bit, ein Kanal, 8000 Samples pro Sekunde herausbekommen. Also wir können das, was wir hier haben, diese Werte, die für die Treppenstufen stehen, als Integerzahl übertragen, als Integerzahl speichern. Wir können sie als
sowas Ähnliches wie eine Float-Zahl speichern. Ich habe hier pseudo-real hingeschrieben bei diesen beiden Standards hier, Müller in Amerika, ALOR bei uns. Oder wir können sie als Differenzen aufzeichnen. Wir müssen nämlich nicht mal hier immer den Wert, zum Beispiel da 2, hier 3, hier 4, 4, 3 und so weiter aufzeichnen. Wir könnten auch aufzeichnen, eins mehr, hier wieder kein Unterschied, eins weniger, zwei weniger und so weiter könnten wir auch aufzeichnen. Diese Differenzen sind wahrscheinlich, für die brauchen wir wahrscheinlich weniger Bits, als wenn wir immer die ganzen Zahlen aufheben, weil die Kurve ja nicht so wild herumzappelt, das wissen wir ja. Und diese Eigenschaft kann man ausnutzen. Dieser Kompressionsverfahren nennt sich ADPCM, da werden nur Differenzen übertragen, da werden dann aus den 13 Bit so ungefähr 2 Bit erzeugt und man kann Audiosprache fürs Telefon auch in 16 Kilobit, im 16 Kilobit Datenstrom übertragen. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, warum macht man das nicht immer so? Das Problem hier ist, dass so ein 2 Bit Sample nur Sinn macht, wenn man auch das vorhergehende Sample kennt. Wenn man jetzt während der Übertragung einen kleinen Fehler macht, einem eins von diesen Samples verloren geht, dann ist der Rest auch verfälscht. Das ist eigentlich nicht so schön. Das heißt, wenn man sowas hier benutzt, das kann man nur benutzen in einem Kanal, der keine Übertragungsfehler produziert oder nur ganz wenig Übertragungsfehler hat. Ein gestörter Kanal, da kann man das hier schlecht verwenden. Also, so ein Differenzverfahren. Das hat was mit Fehlersicherheit zu tun. Also so viel zu Audiokodierung. Bis man jetzt noch beim MP3 ist, beziehungsweise bei der Audiokompression von unseren Handys, die GSM-Audiokompression, da ist noch ein bisschen ein Weg, da muss man auch ein bisschen, nicht nur ein bisschen, muss man auch kräftige Signalverarbeitung betreiben. Die Ideen von der Signalverarbeitung dahinter, die diskutiere ich dann auch irgendwann mal in meiner Vorlesung Multimedia. Die findet jedes Sommersemester statt, aber wahrscheinlich wäre es jetzt noch ein wenig zu früh, wenn Sie gleich dahin laufen würden. Besser ist es, wenn Sie sich noch ein bisschen Mathematik gönnen. Ich möchte jetzt noch, auch weil es interessant ist, ein wenig über 3D-Audio sprechen. Ich habe hier mal so eine Zeichnung, ja, die ist ein bisschen grob und fast unbeholfen, von einem Konzertsaal gemacht. Wir haben also da vorne jemanden, der zum Beispiel singt, ja, im Konzert oder im Theater wäre es der. Er spricht einfach nur da seinen Shakespeare oder was auch immer. Der Schauspieler hier, beziehungsweise die Sängerin, stehen da vorne und tragen vor. Und wir sitzen mit vielen anderen im Publikum, weil wir hier nur eine Person betrachten, deren Empfinden habe ich hier auch nur eine hingemalt. Und die anderen nicht. Von dem Vortragenden hier geht also erstens der Schall auf direktem Wege zu unseren beiden Ohren, wenn wir den anschauen. Kommt er auch gleichmäßig auf beiden Ohren an. Aber es ist nicht nur der Schall, der bei uns ankommt. Wir haben auch hier eine Reflexion von der Decke hier unten hin zu dem Kopf. Und wir haben eine weitere Reflexion hier vom Mittelteil der Decke und von der Decke hier hinten. Und wir haben Reflexionen von der Rückwand und wir haben eventuell sogar Reflexionen hier vom Boden, vom Bühnenboden und vom Boden hier im Konzertsaal. Also wir bekommen einerseits den direkten Sound und zweitens abgeschwächt den Sound, der reflektiert ist von den Wänden und vom Boden und von der Decke und so weiter. Auch von anderen Gegenständen. Die Stühle, die da rumstehen oder sowas. Und wir Menschen, wir nehmen also nicht nur die Signalstärke wahr und die Frequenz, sondern wir nehmen auch die Richtung der Quelle da.
Unser Kopf dämpft in den höheren Frequenzen die Schwingungen. Also das, was wir von hinten hören, das hat ein anderes Spektrum, als das, was wir direkt von vorne hören. Nicht nur, weil es gedämpft, das wird nicht linear gedämpft über den ganzen Frequenzbereich, sondern die Dämpfung nimmt zu bei den hohen Tönen. Also der Schall, die Reflexion, die wir hören von hinten und von der Decke, die ist sicher dumpfer. Laufzeitunterschiede können wir bis zu 650 Mikrosekunden messen. Wenn jetzt der Schall in einem großen Konzertsaal 50, 60 Meter bis da hinten hingeht und wieder zu mir zurück, 100 Meter zurücklegt, vergeht eine Drittelsekunde. Schall braucht 330, legt 330 Meter pro Sekunde zurück. Vergeht eine Drittelsekunde. Und das können wir natürlich ganz locker messen. Wir haben also einerseits das Signal und zweitens das Echo, was hier bei uns ankommt. Und natürlich hört sich das Audio ganz anders an, wenn der Sänger bei uns im Wohnzimmer stehen würde und singen würde. Dann hätte man viel weniger Hall, vor allen Dingen wäre das die Differenz zwischen Originalsignal, direktem Signal und Reflexion, wäre viel kürzer als hier in dem großen Konzertsaal. Auch die Art, wie die Wände ausgekleidet sind, hat natürlich einen riesen Unterschied. Jedes Mal, wenn man umzieht, merkt man das. Man lebt in der Wohnung, hat sich an die akustischen Eigenschaften gewöhnt. Dann räumt man all seine Sachen raus, die Teppiche weg, die Möbel weg und so weiter, die Gardinen. Und dann geht man bei der Abnahme mit dem Vermieter nochmal durch die Wohnung durch und denkt sich, was hört sich das hier so komisch an? Es hallt ja so eigenartig. Ne? Das ist die Reflexionseigenschaften von Teppich sind ganz, schluckt Schall, sind ganz anders als zum Beispiel von einem Parkett oder sowas. Und die glatten Wände reflektieren auch anders, als wenn unsere Möbel und so weiter davor stehen. Das ist jetzt also, die Konstruktion des Konzertsaals, wie die Wände in Winkeln zueinander stehen und so weiter, macht natürlich auch sehr viel bei der Akustik aus. Ich habe mir sagen lassen, dass zum Beispiel der Richard Wagner, der seinen Konzertsaal in Bayreuth konstruiert hat, der hat das angeblich total gut gemacht, die Akustik richtig perfekt, oder was heißt perfekt, super gut konstruiert in diesem Bayreuther Konzertsaal. Und ja, manche modernen Konzertsäle, obwohl wir eigentlich Computer zur Simulation hätten, die sind gar nicht so gut. Da wird dann immer wieder dran rumgemeckert. Worum es mir jetzt geht, ist, wenn wir zu Hause Konzert hören wollen, dann wird es ja offensichtlich nicht tun, dass wir hier zwei Lautsprecher hinstellen oder nur einen Lautsprecher in die Mitte stellen. Da kommt nicht das Konzertgefühl auf, weil unser Raum ja viel kleiner ist. Wir können Reflexionen ja gar nicht so gut hören, wie es in dem Konzertsaal wäre. Das heißt, wir müssen diese Reflexionen simulieren. Und was wir auch simulieren müssen, ist, dass wenn man den Kopf so bewegt, von links nach rechts und wieder zurück, dass sich dann das Spektrum, was wir auf den beiden Ohren hören, entsprechend ändert. Also wir müssen irgendwie die räumlichen Eigenschaften simulieren. Bei einem Kopfhörer, da haben wir zwar einerseits eine super gut kontrollierte Umgebung und wir können durch Simulation dieser Laufzeitunterschiede Reflexionen vorspiegeln, Reflexionen, die zunächst mal gar nicht da sind, dem Ohr vorspiegeln. Aber da gibt es auch einige Probleme. Wir müssen nämlich einen Bewegungssensor einführen. Wenn sich der Mensch in der Szene bewegt, also nur den Kopf bewegt, müsste es ja eigentlich sich schon ändern. Wenn wir die Lautsprecher so mitnehmen, ändert sich natürlich nichts. Das heißt, wir müssen da oben noch einen Bewegungssensor drauf haben und schauen, wie sich die Lage der Ohren im Raum verändert und entsprechend dann anderen Schall auf den beiden Lautsprechern im Kopfhörer wiedergeben. Also einerseits Kopfdrehung und zweitens
Ortsveränderung, wenn wir mal annehmen, wir würden hier in diesem Saal auf und ab gehen. Sonst hätten wir keine Richtungsortung. Wir müssen also, wenn man Kopfhörer benutzt, auch Richtungsortung produzieren. Das ist, naja, wäre es beim Kopfhörer in einer Anordnung mit Lautsprechern, wenn also hier vorne ein paar Lautsprecher stehen oder wenn im Kino Lautsprecher stehen, darüber, hier oben haben wir ja auch eins Lautsprecher, hier haben wir den zweiten Lautsprecher. Damit kann man schon anständig, halbwegs anständig Stereo erzeugen. Reflexionen noch nicht, da bräuchten wir noch Lautsprecher da hinten und da. Und ja, vielleicht bräuchte man hier hinten auch noch einen mittleren Zentrallautsprecher, da sprechen wir gleich drüber. Also um Raumklang zu simulieren, müssen wir sicher hier mindestens zwei Lautsprecher haben. Mindestens. Und hier ja, den entsprechenden Übertragungsweg hier dazwischen. Und wir müssen es auch irgendwie mit zwei Mikrofonen aufnehmen, das Audio. Also Raumklang simulieren. In so einem Szenario, da setzen wir ein paar mehr Lautsprecher ein. Da haben wir einen links, einen rechts, einen links. Von Ihnen aus gesehen, am besten auch noch einen Lautsprecher hier, warum sage ich gleich. Und wir haben diese beiden Raumklang-Simulier-Lautsprecher, Effektlautsprecher, die am besten da hinten stehen. In dem Kino übrigens haben wir Lautsprecher hinter der Leinwand, da ein Lautsprecher, da ein Lautsprecher und entlang der Wände mehrere gerichtete Lautsprecher. Statt dieser beiden Effektlautsprecher, die wir zu Hause im Wohnzimmer platzieren. Und der Trick ist beim Surround Sound, so Dolby Surround und so weiter, dass wir den Schall, den wir hier auf diesen Lautsprechern abspielen, dass wir den leicht verzögern im Verhältnis zu diesen beiden hier. Wenn wir den hier um 20 Millisekunden verzögern. Das ist ein 50stel von den 330, ungefähr 300 Millisekunden. Dann können wir da einen Raum von, sagen wir mal, 20 Meter Größe simulieren. Die Reflexion von 20 Meter Raumgröße simulieren. Wenn wir das hier entsprechend später abspielen, so in der 50, 60 Millisekunden Größenordnung abspielen. Das kann man sich ausrechnen mit den 330 Metern pro Sekunde, die der Schall hier in der Luft zurücklegt. Und die Zeit der Verzögerung, also hier dieses Gerät muss dann hier was abspielen, was das leicht verzögerte Signal von dem und von dem ist. Auf die Weise kommen wir zu Reflexionen. Und im Kino, wenn die Lautsprecher da und da und da und da angeordnet sind, diese Effektlautsprecher, das dient dazu, damit Sie da hinten und Sie hier und Sie hier und Sie hier jeweils einen vernünftig verzögerten Sound abgespielt bekommen, im Verhältnis zu der Aktion hier vorne auf der Leinwand. Dieser Lautsprecher hier, der ist auch noch interessant. Ich glaube, das war 1984, da kam es gerade auf mit der Audioübertragung, Stereo-Audioübertragung im Fernsehen. Und da habe ich mir so einen Fernseher gekauft für richtig viel Geld und zwei solche Zusatzlautsprecher, Stereo-Lautsprecher für den Fernseher waren auch dabei. Da bin ich zu Hause ins Wohnzimmer, den Fernseher aufgebaut, schön in der Mitte vom Zimmer. Das war ein großes Wohnzimmer. Und den einen Lautsprecher da und den anderen Lautsprecher da, so wie ich das gewöhnt war, von der Stereoanlage. Und ich habe also da gebastelt und die Antenne reingesteckt und die Kabel verlegt. Und um 8 Uhr war ich fertig und da kam Tagesschau. Da habe ich mich also in den Sessel reingesetzt, in den Fernsehsessel, eingeschaltet. Und dann kam da der Tagesschausprecher und ich war so enttäuscht. Warum war ich enttäuscht? Das Audio kam von links und von rechts und der Tagesschausprecher hat in der Mitte, da wo kein Audio herkam, mit den Lippen gewackelt.
Das habe ich mir dann 3-4 Minuten angehört, nach dem Motto, naja, es muss halt so sein beim Stereofernsehen. Immerhin ist die Stereobasis groß. Und so nach 4-5 Minuten eben bin ich aufgestanden und habe diese beiden Lautsprecher unter den Fernseher geräumt, weil es mich so irritiert hat. Dann war die Stereobasis beim Teufel. Ich habe mir gedacht, ich habe mein Geld verschwendet auf diesen Stereofernseher, der war echt teuer. Und ich habe erst später kapiert, was da eigentlich passiert ist. Oder worum es da ging. Natürlich braucht man diese diese beiden Stereo-Lautsprecher links und rechts, damit man zum Beispiel, wenn die Postkutsche von da nach da fährt, es auch hört, dass sie von da nach da fährt. Dafür muss die Stereobasis breit genug sein. Aber wenn die Sprache, der Dialog der Menschen aus dem Bild da vorne kommt, dann muss das Audio auch daherkommen. Deshalb gibt es bei einem guten Surround-Sound-System, einen Center-Lautsprecher und da steckt der Dialog drin, das, was der Schauspieler sagt, wenn er in der Mitte vom Bild steht. Wenn der Schauspieler da rechts steht, im Bild, sagen wir hier rechts steht, dann soll der Center-Lautsprecher was abspielen und der rechte Kanal auch was abspielen. Und zwar beide zusammen so, dass dann das Audio hier so leicht rechts aus dem Bild kommt, wenn der was sagt. Und wenn der dann was sagt, dann muss das Audio von der Sprache daher kommen und hierher wieder aus dem Center-Lautsprecher kommen. Man braucht so ein Mischsignal, aber dafür braucht man eben eine komplexere Lautsprecheranordnung. Deshalb hat es sowas wie einen Center-Lautsprecher beim 3D-Audio. So, als nächstes kommt jetzt dann das Kapitel Theoretische Informatik. Das fange ich aber jetzt hier in den letzten 3 Minuten unserer Vormittagsvorstellung noch nicht an. Ich danke, was ich noch sagen könnte ist, heute Nachmittag kommt wieder so eine Journalistin, die sich für die MyTU-App und das Hey Professor jetzt mal nicht so schnell Stoppzeichen interessiert. Die wird also da wieder dann wahrscheinlich auch noch Sie versuchen, in Gespräche zu verwickeln. Einfach ein bisschen Geduld, wenn hier heute Nachmittag wieder während der theoretischen Informatik jemand rumläuft. In der theoretischen Informatik möchte ich Ihnen, das kann ich jetzt noch schnell sagen, wie jede Wissenschaft braucht auch die Informatik ihre anständigen, sauberen theoretischen Grundlagen. Und solche Grundlagen möchte ich legen und insbesondere möchte ich dann über Erkenntnisse zur Berechenbarkeit sprechen. Da müssen wir ein bisschen ausholen und ich möchte über Automaten, das hier ist ein Kellerautomat, ein bisschen sprechen. Ich möchte über formale Sprachen sprechen, hier ist ein Kellerautomat, formale Sprachen, die braucht man, um solche Automaten konstruieren zu können. Ich möchte kurz was über Notation der Syntax von Programmiersprachen sagen. Und insbesondere noch über Berechenbarkeit sprechen. Was ist berechenbar und wie ist der Aufwand der Berechnung für bestimmte Probleme? Also das möchte ich heute Nachmittag anfangen. Es wird auch noch dann nächste Woche stattfinden. Ich hoffe, dass Sie sich heute Nachmittag wieder hier den Berg hinaufquälen, um auch diesen Teil der Vorlesung zu genießen. Bis dahin einen schönen Tag.